Schöpfer eines der effektivsten Heilsysteme, japanischer Wissenschaftler Katsuza Nishu, erklärte: Was, wenn man sich die Unterbringung einer Person ansieht? Es ist möglich, nicht nur den Charakter zu bestimmen, Gewohnheiten und Gedanken der darin lebenden Menschen, sondern auch, um den Gesundheitszustand zu verstehen, Familienmitglieder und wie lange ihr Leben sein wird. Nishi ist der Autor seines eigenen Gesundheitssystems. Es enthält Empfehlungen dazu, was man essen sollte, worauf man schlafen soll, welche Übungen gemacht werden müssen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. In seinen Arbeiten achtete der Wissenschaftler auf, und ein weiterer wichtiger Faktor, der Einfluss hat auf unsere Lebensqualität und Gesundheit. Dies ist die Wahl der Wohnung und deren Anordnung. Und hier hat Nishi mit seinem Nichts mehr erfunden Anhänger er empfahl, diese Regeln zu befolgen, die die Japaner seit Hunderten von Jahren verwenden. Betrachten wir die erste Regel, einen Wohnort wählen. In Japan ist es immer sehr groß. Auf die Wahl des Standortes wird großer Wert gelegt. Unterkunft. Daher die erste Empfehlung Nishi ist genau mit diesem Punkt verbunden. Wenn eine Person an einem günstigen Ort lebt, dann wird es ihm leichter fallen, ein langes Leben zu erreichen und Wohlstand, sagte der Wissenschaftler. Solche Orte gibt es in jeder Stadt, in jeder Bevölkerung. Punkt. Wie erkennt man sie, laut Nisha, an günstigen Wohnorten? Menschen werden seltener krank und leben länger. Hier passieren weniger negative Dinge, Vorfälle. Es ist ein Fall bekannt, bei dem Teilbewohner eines Ortes oft war krank und ihr Leben war kurz. Während der Rest der Bewohner anders war, gute Gesundheit und lebte länger. Später stellte sich heraus, dass es am Gelände lag, unter den Häusern der Bewohner, bei denen die Wahrscheinlichkeit größer ist, gesundheitliche Probleme bestanden, unterirdischer Fluss und unter der Erde, giftige Gase stiegen auf und sammelten sich. Und dies hatte negative Auswirkungen auf die Bewohnerhäuser. Dieses Beispiel wurde von Nishi gegeben. Nishi empfahl auch die Wahl eines Ortes für von Bäumen geleitetes Leben, die in dieser Gegend wachsen, wenn die Bäume neben dem Gehäuse gerade wachsen und gesundes Laub haben. Das bedeutet, dass der Ort ist für eine Person günstig, wenn die Bäume schief stehen, eine schiefe Form haben oder sterben, oder sie wachsen darin überhaupt nicht Ort, dann ist der Ort zum Leben nicht passt. Es ist auch besser, ein Haus zu wählen, das auf einem Hügel gebaut ist und nicht Flachland. Ihr Zuhause muss geweiht sein, Sonne mindestens 6 Stunden am Tag. Sonnenlicht ist so wichtig für die Gesundheit. Das Gericht Japan ergreift fast immer Parteimieter, die ein Verbot fordern. Ein Haus bauen, um die Sonne abzuschirmen. Nishi erzählte es den anderen Bewohnern. Die zweite Regel. Das ist die Wahl der Materialien für Häuser. Laut Nisha sollte das Haus sein aus natürlichen Materialien gebaut. Wenn eine Person in eine Wohnung aus Beton einzieht, Wände, dann ist es besser, die Wände aus Holz zu machen oder die Räume mit Möbeln von ausstatten natürliche Materialien. Die dritte Regel ist Anordnung. Innenraum. Die alten Weisen sagten das am meisten. Was im Haus wertvoll ist, ist Leere. Alle Gegenstände im Zimmer müssen mit ihrem Erscheinungsbild den Raum unterstützen, ohne ein Spannungsgefühl zu erzeugen. Aufgrund von Unordnung, wenn im Haus wenig ist Orte, dann eine Person ohne verursacht Reizbarkeit und die Stimmung verschlechtert sich. In diesem Fall ist es notwendig, denken Sie darüber nach, den leeren Raum im Haus zu vergrößern. Raum. Sie können einen Tisch, Stühle und so weiter herstellen. Das Bett lässt sich zusammenklappen und verstauen, wenn es drin ist. Sie sind nicht notwendig. Das ist sehr wichtig. Die Umgebung zu Hause wirkte sich positiv aus emotionaler Zustand. Dekorieren Sie es dazu mit Gemälden, die es darstellen, malerische Landschaften, Vasen, Dekorativartikel. Das Zuhause wird sofort gemütlich und komfortabel. Die Menschen werden sich beschützt fühlen, umgeben von Schönheit. Machen Sie sich Mut, indem Sie etwas posten. Frische Blumen in Ihrem Zuhause.
Nishi Kutsuzu argumentierte, dass es um die Rettung ginge. Gesundheit ist nur möglich, wenn sie in ihrem Zuhause etwas schaffen, harmonischer Raum. Zur Erhaltung der Gesundheit besondere Aufmerksamkeit schenken müssen, auf die Höhe von Möbelstücken, zum Beispiel, wenn sie ständig schneiden müssen, essen und kochen auf dem Tisch, dessen Höhe 86 cm beträgt. Dann kommt es mit der Zeit zu Rückenschmerzen, die Beweglichkeit der Halswirbel nimmt ab. Daher ist die optimale Höhe des Tisches zum Kochen sollte laut Nisha 70 cm betragen. Hier gilt es zu berücksichtigen individuelle Eigenschaften jedes einzelnen Person. Die vierte Regel ist Ordnung im Haus. Wie bereits erwähnt, die Situation im Haus kann viel über seinen Besitzer erzählen. Das Haus, die Küche und die Schränke sind so unordentlich, zeigt an, dass der menschliche Körper darin zu leben wurde schwach. Dies ist ein Signal, dass Sie auf Ihre Aufmerksamkeit achten müssen, Gesundheit, Entspannung, Bewegungsstärkung des Körpers. Laut dem Wissenschaftler, Mangel an Ordnung im Haus wirkt sich auf das allgemeine Wohlbefinden aus und bringt geschäftliche Probleme mit sich. Damit das so ist, es ist einfacher, Ihr Haus in Ordnung zu halten. Sie müssen sich umgehend von Unnötigem trennen. Dinge, gönnen Sie Ihrem Körper eine Pause. Es ist notwendig, einen Plan für eine starke Arbeit zu erstellen, das Haus in Ordnung bringen. Diese Aktivität sollte Sie nicht ermüden. Versprechen Sie sich das zum Beispiel heute am Abend, werden Sie die Dinge nur noch in Ordnung bringen. Ein Küchenregal, morgen wirst du den anderen entfernen. Also nach und nach bringen Sie Ordnung in Ihr Haus. Warum ist Ordnung im Haus so wichtig? Meine Großmutter sagte immer, was wäre, wenn in deinem Schrank? Wenn es Ordnung gibt, dann wird es auch Ordnung im Geschäft geben. Kutsuzu, erklärte Nisha zunächst diese Worte, Großmütter. Nishi empfand es aber als ein Märchen. Später wurde ich überzeugt, dass sie Sinn machten. Der Wissenschaftler bemerkte, dass er, wenn er müde war, hörte auf, im Haus für Ordnung zu sorgen. Als Unordnung auftrat, trat auch Unordnung auf Probleme im Geschäftsleben. Es stellte sich heraus, dass die Situation im Haus beeinflusste die Arbeitsstimmung des Wissenschaftlers. Als ich meinen Nischen gab, ruhen Sie den Körper aus und bringen Sie Ordnung im Haus. Er merkte, dass es ihm besser ging. Aufrechterhaltung der Ordnung im Geschäft. Unnötiges, sofort loswerden Dinge, die Nishi Kutsuzu empfohlen hat. Wählen Sie wöchentlich ein paar Dinge aus, das Sie mehrere Jahre lang nicht benutzt haben, und neue Verwendungsmöglichkeiten für Dinge finden, oder gib es jemandem. Dinge, die niemand braucht, sollten einfach weggeworfen werden. Beachten wir noch ein wichtiges Detail. Geschirr mit Rissen sollte entsorgt werden. Es ruiniert Ihre Stimmung und Gesundheit. Essen Sie aus schönen Gerichten. Wenn Ihr Haus leer ist, aber ein schönes auf dem Tisch, steht Schüssel. In Japan sagt man, das Haus ist voll. Gutes Kochgeschirr bei sorgfältiger Behandlung wird lange dienen. Es wird übertragen von Nachlass. Bewundern Sie die Schönheit der Gerichte. Es ist noch schöner zu wissen, dass sie es einmal war. Deine Urgroßmutter hat es gekauft. Umgeben Sie sich zu Hause mit frischen Blumen. Bewundere sie, muntere dich auf. In der Küche beispielsweise ergibt sich ein großer Nutzen, bringt Chlorophytum, das absorbiert Schadstoffe und reinigen die Luft. Schaffen Sie einen harmonischen Ort in Ihrem Zuhause Platz und es wird dazu beitragen. Erhaltung Ihrer Gesundheit und Ihres langen Lebens. Glückliches Leben, sagte Kutsuzu, Nishi-Freunde. Ihr habt heute etwas Neues gelernt und nützlich für dich? Beschreiben Sie Ihre Eindrücke in den Kommentaren. Teilen Sie dieses Video mit Ihren engen Freunden. Alles Gute für Sie, Frieden und Gesundheit. Der Kanal war bei dir, von der Zeit geprüfte Weisheit. Alles Gute für dich.